Funktion finden mit dieser Regel, die ist ein bisschen komplizierter, f' durch f, ich erkläre es an einem Beispiel. Ich mache es mal andersrum, wenn ich sowas habe, ln von 3x² minus 4x. Und wenn ich das jetzt ableite, so ganz schlampig und schnell, dann habe ich ja ln abgeleitet, gibt 1 durch, ne? Also ln abgeleitet gibt ja 1 durch x, also ln von diesem Gelben gibt 1 durch das Gelbe. So funktioniert die Kettenregel. 3x² minus 4x. Also, ln vom Gelben ist 1 durch das Gelbe und jetzt kommt es nachdifferenzieren, mal, Klammer auf, 6x minus 4, 6x minus 4. Und dann kann ich das natürlich auch da hochschreiben, das heißt, ich hätte hier 6x minus 4 durch 3x² minus 4x. Und also wenn ich das Ding hier als f bezeichne, dann habe ich hier ein f' und ein f. Und daher kommt diese Regel und ein Beispiel und dann noch so ein Profibeispiel. Also das einfache Beispiel, ich erkenne das. Ich habe jetzt hier 2x² minus 4x plus 5 und die Ableitung davon ist da oben. Das heißt, ich darf die Regel anwenden. Ich habe als Stammfunktion ln Betrag 2 x², genau, x² minus 4x plus 5, Betrag plus c, wenn da irgendwelche 1 und 2, dann eckige Klammern und so weiter. Das ist jetzt nun mal die allgemeine Stammfunktion, das funktioniert und fertig. Und manchmal ist es aber quasi knapp daneben. Also das ist so wirklich, wenn es ein bisschen schwieriger sein soll, hier. Ich schaue mir das an. Ich habe hier, also es riecht nach diesem f' durch f. Ich habe hier das Gelbe. Und wenn ich das Gelbe ableite, dann brauche ich ein 4x minus 4. Ich habe aber nur ein x minus 2. Und da kann man jetzt tricksen. Ich kann ja hier schreiben, oh, das schaffe ich da noch rein, so dünn und so. Ich mache eine Klammer. Ich hätte gerne 4. Ich schreibe mal 4 mal ein Viertel. Also 4 mal ein Viertel ist 1. Ja? 4 mal ein Viertel kann ich hier so reinbauen. Und dann kann ich den Vierer hier rein multiplizieren und das ein Viertel geht nach vorne. Ich mache mir hier zunutze, dass es nämlich noch eine andere Regel der Integration gibt. Integration von 17 mal irgendwas x² dx. Da kann ich den 17er nach vorne schreiben, weil er multipliziert wird. Ja, und so kann ich eben dieses ein Viertel nach vorne schreiben. Also habe ich hier ein Viertel Integral und oben ist jetzt das, was ich brauche. Ja, 4x minus 4 durch 2x² plus 4x plus 5 dx. Und jetzt kommt genau das gleiche raus wie oben, nur eben auch mit dem bisschen dünner, damit es Platz hat. Ist gleich also ein Viertel ln Betrag 2x² minus 4x plus 5 plus c hat Platz, das war's. Ich nenne es Profi-Trick, weil man diese Formel, diese Formel anwendet. Also weil man erst das zurecht basteln muss, um die Formeln anzuwenden, mit irgendwelchen Faktoren. Also mit Faktoren geht's. Ich kann kein x dazu bauen. Ne? Das haut nicht hin. Aber so ein 17er, 12, 18, irgend so ein Faktor kann ich immer dazu bauen. Ja? Mit 17 mal 1 durch 17 sowas geht. Und ich kann was ausklammern und davor schmeißen.